Hallo, willkommen zurück bei Factorio. Ich betone heute die O's ein bisschen mehr, weil das ist halt so. So ein Faktorio. Warum klang das gerade bei mir wie ein Berserker Chihuahua? Ich bin ein Berserker Chihuahua! Fürchtet mich! Das Eisen auf dem Band ist auch gar nicht viel oder so. Ich zoome einfach nur raus, das ganze Band ist einfach nur blau. Das ist doch schön. Dafür haben wir ganz viel Eisen. Das sich jetzt sogar Wow. selbst einlagert. Jetzt. Ja, jetzt. Ja, irgendwann muss es damit ja mal anfangen. Ja, ich nehme das mal alles mit. Ich brauche das jetzt alles. Ich rauch das jetzt. Ich rauch das. Oh, geiler Stoff. Halt, Moment, jetzt habe ich's geschnupft. Oh, fuck. Oh, tot. Ey, warte mal, wenn es da von rechts kommt, dann muss es hier auf die. Warte mal, hier ist es auf der linken Seite. Ich hab dir das von da oben zu Ende gebaut. Nein, genau das wollte ich nicht. Doch, genau das solltest du. Nee, passt schon. Das heißt, es muss auf die linke Seite kommen. Damit wäre es rechts. Das heißt, es muss genau wie das. Nee, halt, das muss auf die rechte Seite. So rum. Ja, genau. Oh. Ja, also das funktioniert auf jeden Fall. Einfach mitten durch den Strompfeiler durch. Sehr schlau. Sollen wir uns mal einen kleinen Spaß draus machen? Ich sehe schon. Was denn? Das Schlangenfließband! Ich dachte, wir bauen einen Vergnügungspark. Das war maximale Eisenverschwendung, aber das wollte ich irgendwie immer schon mal machen. Ich weiß nicht warum. Jetzt hast du die Möglichkeit dazu. Mal gucken, ob ich das vielleicht sogar so per hinkriege, dass es sich perfekt angliedert. Oh! Oh! Perfekt. Das ist ja wie von Gott geschaffen! Und irgendwie kriege ich einen ja, ich sag ja, einen epileptischen Anfall, wenn ich das Fließband angucke. Gibt's im Laufband auch eine Anleitung, so wie die Bibel? Bestimmt. Gott hat ja auch Bücher rausgebracht, wusstest du das? Der war Gott. heimlicher Autor. Gott ist Schriftsteller. Komm, jetzt gucken wir, wie das ganze Kupfer darauf aussieht. Komm, wir gehen die Kupferschlange angucken. Das sieht so geil aus. Alter, gar nicht übertrieben oder so. Also ich finde, das sieht irgendwo geil aus. Wie so eine riesige Kackwurst. Also ich finde das hier irgendwo echt verdammt geil. Jetzt muss da irgendwie noch Kohle aufs Band. Naja, wir haben hier rechts ein Kohlefeld. Sollten wir das nicht eigentlich auch noch anschließen? Ja, aber dafür müssten wir erstmal forschen, weil ansonsten kriege ich die beide nicht auf einmal daran geschlossen. Was brauchen wir denn, um dieses Forschungslabor zu bauen? Ein Schaltkreis, natürlich. Was brauchen wir für Kupfer? Natürlich. Was auch sonst. Und ich überlasse jetzt, glaube ich, erstmal die Öfen. Überlastung!
Hey, ich kann einen Forschungslabor bauen. So drei wären ja für den Anfang schon mal nice. Drei Forschungslabore. Warum nicht? Ich glaube, dafür haben wir den Strom nicht. Zwei? Nee, nee, mach ruhig. Kannst ruhig mehrere machen. Ich krieg das mit dem Strom schon hin. Okay. Ich kann das, glaube ich. Oh nein, 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 nicht schon wieder. Nein, falsches Förderband. Stopp, 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 runter da. Verpiss dich. Kupfer gehört auf diese Seite, nicht auf die andere. Ja, bist du brav, ich Kupfer? Ja, ja, bist du. Ja, ja, ja. Ja. Was denn? Möchtest du mir irgendwas sagen, oder? Boah, weißt du, was ich jetzt mal mache? Es war mir so klar! So klar war mir, dass du das tust. Mit der Nummer hätte ich bei Uri Geller auftreten können. Ja, existiert der Typ überhaupt noch? Das ist Uri Geller. Der respawnt. Ah ja, sehr informativ. Ja, Uri Geller respawnt einfach. Der stirbt nicht, der respawnt. Falls du dich wunderst, oh nein, wir haben keinen Strom mehr, das ist gerade beabsichtigt. Ja, ihr übertreibt doch einfach. Was denn? Wo übertreibe ich bitte? Das ist alles geplant, glaube ich. So, jetzt mache ich den Scheiß aber auch mal. Ja! Spannung. Hey, Spaß. Jo, viel Spaß. Oh Mann, ey. Ja. Also ich glaube nach der Folge guckt das keiner mehr. Da denken sie alle, oh Gott, solche Vollidioten, ey. Ich glaube, das wissen unsere Leute schon. Nein, bisher dachten die, wir wären voll die Profis. Seit unserer ersten Space Engineers Folge weiß es doch eh, ja. Die haben die nicht gesehen. Nein. Nein. Die haben wir in Wahrheit zu dem Zeitpunkt schon längst wieder runtergenommen. Weil wir uns dafür schämen. Also besser gesagt, du. Nö. Ich hab ja nichts falsch gemacht. Ich auch nicht. Ahem. Willst du wirklich bei der Aussage bleiben? Unter Umständen... ja. Überleg dir das lieber noch mal. Hey, blinkende Sachen. Bett. Ja, ach so, das meinst du. Ja, ich stand gerade irgendwie ein bisschen auf dem Schlauch. Dann kommt er so mit Blinky Blinky nur so. Bett. Das ist mein erster Gedanke. Was? Was für Drogen? Wo soll ich die Labore hinpacken? Weißt du was? Ist mir scheißegal. Ah, okay. Mach, wo du denkst, wo sie schön aussehen. Hä? Ich hab das doch genau abgezählt. Warum fehlt mir jetzt ein Greifarm? Ich glaube, ich hab mich verzählt. Nur unter Umständen. Ich glaub's aber auch, du. Jupp. Naja, egal. Wo könnte ich denn die Dinger am besten hinbauen?
Am besten irgendwo am Anfang erstmal irgendwo, wo schon Strom vorhanden ist. Ja, keine Ahnung, such dir einfach einen schönen Ort aus und pappst du dahin. Aber schön mit Patafix festmachen, ja, sonst heben die nicht. Hey, Okay. das ist wichtig, ja. Obwohl, wenn wir später vielleicht dir noch die Teile brauchen ja auch Ressourcen und sowas, damit die überhaupt arbeiten. Das ist hier oben doch eigentlich am schlauesten. Ja, am besten wäre halt darüber nach links oder rechts ein bisschen Platz, dass man halt die Automatisierungsmaschinen noch hinbauen kann, die dann die Forschungspakete später bauen. Ja, genau das meine ich. Würde ich sagen, hier oben hin, oder? Ja, das passt. Das ist Okay. schön. Jetzt muss ich es irgendwie nur noch so hinkriegen, dass es mir gefällt. Das kann eine Weile dauern. Unter Umständen, ja. So, und jetzt das gleiche noch nach hier drüben. Das sieht interessant aus, so habe ich das noch nicht gesehen, aber. Ja, ich habe die Dinger einfach irgendwie hingestellt. Ah, okay. Da passt noch ein Band dazwischen. Okay. Oder wie hast du dir das gedacht? Naja, warte, ich nehme die mal alle mit. Also ich dachte es mir einfach so. Okay, so kann man das natürlich auch tun. Das wäre jetzt meine Idee gewesen. Und dann macht man einfach den hier und dann den, ne, nicht da, da. Das war geplant. Dann macht man den hier. Dann drückt man die falsche Taste, will eigentlich das Fließband drehen, macht aber das Inventar, weil man voll intelligent ist und seit ein paar Stunden nicht geschlafen hat. Intelligenz! In Flelly Flens. Ich glaube, ich bin witziger, wenn ich müde bin. Nicht, dass du mir hier einschläfst. Das geht schon. Das wäre jetzt was. So einfach so mit einem Sa Satz. Und dann zapper ich dir durchs Mikro. Voll auf deine Tastatur. Ich zapper dir durchs Teamspeak. Weißt du, so wäre eine Ansprache. Nee, das geht schon uneingeschlafen. Und genau. That's it. I'm out. Ach, keine Ahnung, ich muss mir nur literweise Cola hinter die Binsen kippen, dann geht das. Was mir auch immer hilft, wach zu bleiben. Ja, das heißt, nach der Folge machen wir erstmal eine kleine Pause. Ich möchte den Zuschauern jetzt nicht verraten, was ich machen muss. Obwohl die wissen nach der Folge eh schon, dass ich Raucher bin, also. Ja. Und falls ihr es nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Verurteilt mich nicht, ist mein Leben, ist meine Gesundheit. Ich kann damit machen, was ich will. Ein Radar haben wir noch nicht. Ich baue mal ran. Ein Radar. Wir haben genug Strom, dass du 5 oder 10 davon bauen kannst. Ich kann leider gerade nur eins bauen. Tut mir leid. 1, 2, 3, 4, 5, Sack. Ich werde Den reich. Rest fe fehlen mir Ressourcen. Na, brrr, 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 brrr. Ja.
Ja, das trifft es auf den Punkt. Diese Detailgenauigkeit. Unfassbar. Ich glaube, ich weiß, warum unsere Videos keiner schaut. Du bist schuld, Mann. Nein. Die denken, wir verhalten uns so, weil wir zwanghaft versuchen, witzig zu sein. Schätze ich mal. Aber die verstehen einfach nicht, dass wir einfach wirklich so sind. Ja. Ich meine, jetzt betracht das mal von außen her gesehen. Das muss doch so kommen, als würden wir zwanghaft versuchen, witzig zu sein. Ja, das klingt auch so. Toll, unsere normale Art ist es, dass wir... Was? Scheiß drauf. Ich versuche mich... Danke, jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Arschloch. Naja, die Folge ist schon wie... Kann es irgendwie sein, dass die Zeit schneller vergeht, wenn wir aufnehmen, als wenn wir normal spielen? Das ist wahr, das stimmt. Weil die Folge ist schon wieder rum. Wir sind sogar schon wieder eine Minute in Überlänge. Ja. Ich sollte mir echt mal merken, wer die Ansagen gemacht hat. Das ist Folge 3, also bin ich's. Ah. Ist ganz einfach. Ich, du, ich. Ah. Mathe-Genie! Trotzdem können wir es uns nicht merken. Keine Ahnung. Hol dir so eine abwischbare Tafel und schreib sie jedes Mal auf. Oh, Autosave. Ja. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen und... Ja, bis zur nächsten Folge oder guckt euch eine Folge No Man's Sky an oder... Wenn ihr es nicht getan habt, schaut euch doch mal die The Forest Playlist an oder... Wenn ihr Space Engineers Playlist... Ja, am besten die ersten paar Folgen. Ich bin doch gut gelandet. Das habe ich doch gut gerettet, oder? So, jetzt bitte Gänsefüßchen hier einfügen. Gelandet. Nein. Also dann. Tätele. Ja, bye. Ciao.